Grüß euch Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Messetest-Video auf meinem Kanal. Ja, heute haben wir ein spezielles Modell da und zwar das Bushcraft Tanto von der Firma Messerfieber. Vom Design her ist schon mal ein extrem cooles Messer, aber jetzt schauen wir noch, was der N690 Stahl aushält. Wenn es dabei bleibt, wenn es sehen wird, bleibst dabei, jetzt geht's los. Bevor wir das Messer jetzt aber richtig herprügeln, gehen wir Stationen durch für die Leute, die neu dabei sein. Gut, anfangen wir mal mit der ersten Station. Das wird sein, einen Hering schnitzen. Schauen wir uns erstens einmal, wie sich die Klinge verhält, wie das Messer in der Hand liegt und natürlich die Schärfe. Das interessiert uns nämlich immer am meisten, wie scharf so ein Messer eigentlich ist. Gut, dann schauen wir natürlich, ob das Messer eine scharfe Kante hat zum Feuerstahl anreißen. Und dann werden wir das Ganze nochmal mit dem Handschuh versuchen, den wir schnitzen. Dann die nächste Station wird sein, natürlich wie immer, gezielt einen Hieb mit dem Messer durch eine Flasche. Schafft es dieses Bushcraft Tanto? Dann zur nächsten Station. Die Station hat es wie immer in sich, denn wir werden hier versuchen, mit einem Hieb gezielt die Banane zu durchtrennen. Schaffen wir das, werden wir sehen. Dann habe ich jetzt mal ein bisschen ein dickeres Seil eingebaut. Ist schon, ja, man kann sagen, es ist wie ein Kletterseil. Das werden wir versuchen zu durchtrennen und dann geht es ja schon an eine anspruchsvollere Station. In dieser Station wird nämlich das Messer erst richtig auf Herz und Nieren geprüft. Wir werden hier Betoning betreiben und zwar einmal mit einem dünneren Klöpper. Man sieht es hier genau. So dick, so groß ist das Messer, hat ungefähr eine Klingenlänge von 11 cm. Zuerst spalten wir so einen und dann gehen wir natürlich auf die Endliga. Das heißt, dass der Stamm gleich dick sein wird, wie das Messer Klingenlänge hat. Gut, dann gehen wir zur nächsten Station. Hier weiß ich jetzt schon, dass das Messer wahrscheinlich nicht gut abschneiden wird, denn es ist leicht und klein. Hier werden wir versuchen, den Ast durchzuhacken. Und wenn wir das geschafft haben, gehen wir zur letzten Station. Das ist meine persönliche Lieblingsstation, denn da sieht man erst richtig, wo sich die Spreu von dem Weizen trennt. Und da werden wir dann das Messer reinheben, reindrücken. 2-3 cm und dann richtig schön reinhebeln. Und dann schauen wir, ob das Messer dann noch gerade ist. Wenn es dann gerade ist, hat es meistens bei mir im Test bestanden. Ansonsten ist es durchgeflogen. Gut, auf geht's zum Messertest. So, jetzt haben wir viel umeinander geredet, aber jetzt geht's rund. So, anfangen mit dem Heringdiemer. Okay, das Messer liegt einmal schon nicht gut in der Hand. Es hat hier da so ein Dings drin, weißt du, wie das heißt, bin kein Profi, aber es liegt mir nicht gut in der Hand. Man muss da mit dem kleinen Finger einigieren, dass man überhaupt ein bisschen Grifffestigkeit hat. Das tun wir jetzt auch, ja, von der Schärfe her, gibt es mal nichts zum Sagen. Es tut halt extrem, also diese Kante hier beim kleinen Finger tut extrem weh, wenn du Druck aufbaust. Da wird es natürlich jetzt besser sein, wenn wir auf den Handschuh überwechseln. Wir werden jetzt auf den Handschuh überwechseln und dann werden wir jetzt schauen, wie es sich jetzt verhält. Fahren wir rein mit dem Finger. Übrigens, du kommst auch mit dem Handschuh noch schön rein in das, keine Ahnung wie das heißt, Loch. Ja, ist schon eindeutig besser und du kannst auch einen festeren Druck aufbauen, sodass es schnitzen besser geht. Ist jetzt kein richtiger Schneidteufel, aber es schneidet sehr gut. Gut, dann gehen wir weiter zum Feuerstahl. Ja, das müsste kein Problem sein. Oha, macht sehr extreme Funken. Ich muss immer wieder betonen, wie brutal funkenfreudig dieser Feuerstahl vom Hause Reini Rossmann oder K4 Knives ist. Gut, gehen wir weiter zur Wasserflasche. Da werden wir mit einem gezielten Hieb versuchen, das Ganze zu durchtrennen. Achtung, Kameramann, jetzt geht's um die Wasserflasche. Das war nix. Kann ein Fehler von mir gewesen sein. Ist zwar durchgeschnitten, aber hat den Kopf nicht abgetrennt. Keine Ahnung. Weiter geht's zum nächsten Test. So, ich muss jetzt schon betonen, dass mir dieser Ring immer im Weg ist. Ich kann das Messer nicht gescheit in der Hand greifen. Also da hätte man sich schon was Besseres einfallen lassen können. Für die Leute, was es gefällt, natürlich super. Aber weiter geht's zur Banane. Ah, war mein Fehler. Schneidet gut. Weiter geht's zum Seil. Oha, das war ein super Ergebnis. Ist wie eine Kletterseilstärke, also echt gut. Gut, jetzt geht es aber erst richtig um die Wurst. Da haben wir den da. So. Extreme Vibrationen. Muss ich wieder aussitieren.
Der Ring, der ist so blöd. Das tut richtig weh. Ja, spalten kann's. Dafür ist es dick genug, die Klinge. Spalten kann's. Alles tipptopp. Machen wir mal ein bisschen rein. Ja, brauchen wir gar nicht weiter probieren. Das tut mir so weh in die Hände, dass ich gar nicht weiter betonen will. Gut, gehen wir zum Hacktest. So, das kann sich jetzt um Stunden oder Sekunden handeln, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall, auf geht's. Ja, erstaunlich gut. Aber wie schon gesagt, du brichst da fast die Finger. Also an der Schärfe scheitert es mir ganz sicher nicht. Nur das Design von den Griff. Boah. So. Aber auf das hat jetzt jeder gewartet. Und zwar auf den ultimativen Bruchtest. Den werden wir jetzt schön einlassen. Das Messer ist 3 cm drinnen. Und jetzt geht's rund. Warmler super schon. So, jetzt ist 3 cm wieder drinnen. Wow. Wow. Also, einmal noch. Da sieht man, wie weit es drin ist. So. Na. Da hat sich einfach bei der Klinge nichts getan. Wow. Gut, auf geht's zum Fazit. So Leute, jetzt sind wir schon beim Fazit und mein Fazit ist einfach nur Thema Robustheit, wow. Ich habe mir nie gedacht, dass dieses Messer so viel abkann, Thema Robustheit, aber es gibt ein großes Manko. Und das sind leider die Griffschalen und diese Anordnung von diesem Ring. Also ja, der Ring passt einfach mir überhaupt nicht. Ich bin da irgendwie verkrüppelt drinnen und halt richtig komisch. Mir hat auch beim Betoning, ich habe gar nicht weiter getan, weil einfach die Vibration an dem Ring so stark war und der ist auch richtig scharfkantig, dieser Ring. Ich kann in diesen Ring drinnen, kann ich auch den Feuerschall entzünden, wenn ich will. Also ja, es tut halt extrem weh in den Fingern, aber Thema Robustheit und dass es was ab kann, ist dieses Messer definitiv gut. 120 Euro ist dahingestellt. Wer es haben will, ich verlinke es in der Videobeschreibung unten. Und ja, das war's im Video. Ja, hat es euch gefallen? Lasst gerne ein Like und ein Abo und dann sehen wir uns beim nächsten Messertest. Macht es gut. Ein Gruß, Walpur. Ciao, ciao.